Und damit begrüße ich euch. Willkommen zu diesem Video. Im heutigen Teil geht es um Tapete entfernen. Da schicke ich euch jetzt direkt mal zu dem Alex, der auf einer Baustelle tätig ist, wo es jetzt noch weitere Videos geben wird. Das leitet praktisch wieder so eine kleine Videoserie ein. Da gibt es bald was zu sehen in Sachen Lehm-Edelputz. Auch ein sehr, sehr interessanter und spannender Teil. Die Zubereitung, also die Verarbeitung des Produkts vorher und nachher und wie es dann auch eben aussieht an den Wänden. Mit Zuschlägen, das heißt mit Zuschlagmaterial, Strohfasern und so, die man dann schön sieht. Super spannend. Des Weiteren habe ich noch zwei Teile zum Thema Lackieren. Das ist ja so ein bisschen die Seltenheit gewesen auf dem Kanal. Deswegen bin ich froh, auch endlich da mal was präsentieren zu können. Zum einen gibt es die Rolle in Kästen, das heißt diese alten Dinger, die manche wahrscheinlich haben, mit diesen Holzbrettern dann davor an diesen Kasten verschließen. Wie man die vorbereitet, spachtelt und lackiert, das zeige ich in einem Video. Und es gibt noch einen Teil, wo ich Stuckleisten lackiere. Auch mal was komplett anderes, sonst streichen wir die ja einfach nur. In diesem Teil wurden die aber lackiert und ich habe sie nur überlackiert. Also praktisch eine Überarbeitung, aber mit Lack. Sieht ziemlich cool aus, finde ich auch mega, mega schön. Und ich überlege tatsächlich, dass ich das in Zukunft vielleicht häufiger mache, dass ich die halt wirklich lackiere, weil das dem Ganzen nochmal eine ganz andere Wertigkeit gibt. Aber ist natürlich ein bisschen aufwendiger, muss man auch direkt dazu sagen. Den gibt es auch in einem eigenen Video. Jetzt gibt es erstmal einen kurzen Einblick auf der Baustelle und danach sehen wir uns nochmal wieder. Bis dahin, viel Spaß mit diesem Video. Und damit willkommen bei den Stampfern, in diesem Fall beim Baustampfer. Ja, wie, warum ich hier nichts erkläre bei den Tapeten abreißen? Ganz einfach, weil ich da schon viele Videos gemacht habe. Die findet ihr oben verlinkt, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung. Wie werde ich jetzt erstmal zusehen, dass ich die oberste Schicht abreiße. Das ist dann halt die Schicht mit der Struktur drauf. Darunter befindet sich ganz normal die Papierschicht, Zellulose, Kleister, Papier. Die wird nass gemacht und nass entfernt. Da habe ich hier hinten, wenn man das erkennt, schon mal einen Bereich vorgenässt, dass man sich das mal angucken kann, ob das überhaupt gut abgeht. Da gehe ich ein paar Mal drüber. Wir haben hier unten Fliesen auf dem Boden und das muss ja irgendwie abgedeckt werden, weil sonst wird das eine sehr rutschige Geschichte. Dann nutze ich die Bahnen hier selber und lege die wieder aus. Das heißt, ich gucke, dass die schön gerade sind, schmeiße sie dann davor und die nehmen das Wasser auf, was ich hier durch meine Sprühpumpe mit an die Wand bringe. Dann wird das runtergenebelt, kommt auf die Tapete und ich kann alles vernünftig entsorgen. Und so geht es jetzt hier erstmal einmal herum. So, wie man hier jetzt sieht, ist jetzt der vorgenässte Bereich mit der Unterschicht. Also es lässt sich relativ gut abmachen. Man muss natürlich ein bisschen warten, aber dann geht es. Guckt da gerne in den Videos vorbei, dann seht ihr, wie das im Detail funktioniert. Ich mache jetzt hier weiter, dass ich das Stück für Stück nass mache und erstmal so ein paar Mal überarbeite, damit das wirklich so von der Wand geht und nicht, dass da so kleine Fetzen drauf hängen bleiben. Weil die muss man alle separat wegmachen und das ist anstrengend und Friemelarbeit, das muss nicht sein. Und weiter geht's. Und damit hattet ihr einen kurzen Einblick. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Ich wollte jetzt aber nicht in diesem Teil auch wieder das Gleiche erzählen, was ich sonst auch immer erzählt habe. Guckt euch da gerne die anderen Videos an. Ich habe euch die drei Videos unten in die Beschreibung gepackt. Zwei Videos sind dabei, wo es um Mustertapete geht, wie man das Ganze entfernt. Also wirklich mit allen Details, die man sich vorstellen kann. Guckt es euch gerne an. Ein Teil davon handelt um Raufaser. Raufaser, die mit Latexfarbe gestrichen wurde. Ich glaube, dieses Problem, das kommt dann schon häufiger mal vor. Was man da beachten muss, ist, dass wenn ihr da Wasser drauf sprüht, dass das halt runterläuft und gar nichts bringt. Und in dem Video habe ich erklärt, wie man das mit einer Perforierungswalze so perforieren kann, dass das Wasser hinter die Tapete läuft und den Kleister dort löst, sodass auch diese Tapete wunderbar von der Wand geht. Das Wichtigste, was es bei allen Tapeten entfernen Arbeiten zu erwähnen gibt, ist die Zeit. So, es gibt kein Wundermittel für alles, sondern meistens macht es die Zeit. Also sprüht das nicht ein, wenn ihr das jetzt nass entfernt, was ich euch empfehlen würde in vielen Fällen, sprüht das nicht ein und fangt 10 Minuten später an zu kratzen, sondern gebt dem Wasser die Zeit, hinter die Tapete zu kommen und dort den Kleister zu lösen. Das kann teilweise eine Stunde und länger dauern. Vor allem seid ihr euch dann sicher, dass wenn ihr das Ganze abreißt, dass dann nicht irgendwelche kleinen Fetzen noch auf der Wand bleiben, die ihr alle in mühevoller Kleinarbeit dann runter machen müsst, sondern ihr zieht das im besten Fall in einer Bahn von der Wand und seid fertig damit. Also das ist halt ein ganz anderes Arbeiten. Das heißt, erst rausfinden, was ist das für ein Material, muss ich das vorher abziehen oder erst danach? Also kommt da das Wasser überhaupt hinter? Das muss sichergestellt sein. Und dann das Wasser draufbringen, dem Ganzen Zeit geben, lasst da ruhig eine Stunde, anderthalb Stunden vergehen und erst dann fangt ihr an, ganz vorsichtig zu kratzen. Das macht dann auch viel mehr Spaß, als wenn man sich da mühevoll vorarbeiten muss. So, schreibt mir gerne, wie euch die Videos gefallen. Gebt dem Ganzen ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Es kommt bald noch ein sehr schönes Ding. Aber da teaser ich nochmal nicht mehr an, sondern das kommt in Zukunft. Das wird auf jeden Fall den einen oder anderen interessieren, könnte ich mir vorstellen.
Okay, ich kann es ja schon mal kurz sagen. Also es geht um eine Wohnung. Ihr seid ganz frisch in einer Wohnung, ob es jetzt eure ist oder zur Miete, wie auch immer. Und dann kommt ihr da rein, ihr habt dann so alte, ranzige Tapeten an den Wänden. Was muss man da tun, um diese Wohnung vernünftig wieder aufzubauen? Was nimmt man für Farbe? Was nimmt man für Tapete? Wie kriegt man die Tapete ab? Was muss man tun, um diese Wohnung bewohnbar zu machen? Da gibt es eine eigene Videoserie, wo ich eine komplette Wohnung fertigstelle, präsentiere und jeden einzelnen Schritt erzähle. So, insofern seid gespannt, was da kommt. Ich freue mich auch schon drauf. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. So, jetzt erstmal einen schönen Tag für euch und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.